Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New World. In der Folge wollen wir jetzt die Hauptquest erstmal so weit abschließen, wie wir sie jetzt benötigen. Und da sprechen wir jetzt einfach mal mit Jonas. Ich bin erleichtert, dich wiederzusehen. Mein Herz freut sich sehr über die neue Hoffnung, aber ich kann nicht mehr umkehren. Konntest du einen lebenden Samen der zornigen Erdkreaturen erlangen? Das überrascht mich nicht. Die zornigen Erdkreaturen sind keineswegs unsere Verbündeten. Aber du bist geschickt darin, zu bekommen, was du willst. Für den nächsten Schmiedeschritt des Stabs benötigst du eines unserer gesegneten Kreuzstücke. Eins zu bekommen, wird kein leichtes Unterfangen, denn sie liegen nicht einfach so in alten Höhlen rum. Nirgendwo. Wir mussten sie alle einschmelzen, um Waffen für den Krieg zu schmieden. Die gute Nachricht ist, dass du stark und schlau genug bist, um selbst eins zu schmieden. Na toll. Silber. Eine beträchtliche Menge. Dann musst du es im Amrain-Tempel schmieden. Uralte Schmiede. Dieses Glühen und der Schmiedemeister Ezra. Ich habe keine Ahnung, in welchem Zustand sie heute ist. Okay, Silberbord. Wie viel Silber haben wir denn einstecken? Silber ist genug. So, dann suchen wir uns jetzt eine Schmiede aus. Und zwar würde ich sagen, gehen wir da einfach hier rüber. So, die Richtung und geradeaus. Einfach zügig nach Osten. Und wenn hier nur eine so eine Pflanze steht. Ach, steht zwei da. Die ist defekt. Es sind leider eine ganze Menge von denen, die defekt sind. Aber ich denke, das werden sie über kurz oder lang auch noch beheben. Ja, ich weiß, dass hinter uns her ist, aber es sollte egal sein. Gut, wir hätten jetzt auch Schnellreise machen können, aber das Azoth oder Azoth spare ich mir jetzt mal. Und wir dümpeln jetzt einfach zügig hier in die Stadt. Die ist ja zum Glück auch nicht sonderlich weit weg. Die Karte einfach gerade durch. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch ein wenig belesen, welche Waffen man so zum Leveln und Farmen nutzen sollte. Und da steht die Kiste. Zack. Schnell mal geklaut, bevor der richtig erwacht. Der war ja schnell wieder da. Nein, dann nicht. Gut,
zügig weiter. Wir wollen ja eigentlich die Quest machen, nicht hier Low-Level-Mobs killen. Genau. Theoretisch sollte man Bogen und Axt nehmen, oder beziehungsweise Beil. Da werde ich dann jetzt in der Zwischenzeit bis zum nächsten Video einfach mal Bogen und Beil ein bisschen leveln, um zu gucken, wie das Ganze so ja, sich macht und ob das halt für uns deutlich besser ist. Ich habe schon gesehen, dass man mit dem Beil ordentlich austeilen kann und wenn der Bogen dann halt noch genug Schaden auf die Entfernung gleich macht, dass man die einfach so wegputzt, die Gegner, wäre das natürlich für uns deutlich entspannter. Weil bis jetzt ist es ja schon eher, naja, schwierig, die Gegner zu töten. Also jetzt nicht schwierig, aber langwierig. Sagen wir langwierig. So, alles klar, rein hier und dann suchen wir uns die Schmiede. Drin, drin. So, aus dem Brunnen kann man übrigens auch Wasser holen. Boah, ernsthaft bin ich jetzt vom Drum gerannt. Jetzt bis. Moment, warte. Die Schmiede. Davor links. So. Alles klar. Ja. Silberbahn. 10 Stück. 5 brauchen wir bloß. Läuft. Lassen. So, jetzt können wir den Tempel besuchen, der dann hier oben liegt. Also einfach nach dort raus. Die Frage, gibt es im Norden überhaupt Ausgang? Ja, gibt es. Genau, dann werde ich erstmal auf Axt und Pfeile wechseln und da versuchen ein paar Low-Level-Mobs zu killen, um da ganz einfach die Erfahrungspunkte auch zu sammeln. Und, ja. Dann dort halt auch mal zu gucken, ob man damit deutlich schneller und auch effektiver jagen und erfarmen kann. Ich hatte zwar die große Axt schon mal probiert, war mir relativ langsam und ja, behäbig vorgekommen. Aber ja, schauen wir mal. So, da ist der Tempel. Und da sollen wir jetzt schmieden. Wir nehmen die Blüte gleich mal mit. Ja. Cool ist halt, dass nicht der ganze Fortschritt wieder verloren geht, wenn man so ein abbaut und dann verbrochen wird, beziehungsweise sich selber unterbricht. Wo geht's runter? Ist er garantiert unterhalb oder sowas?
ist ein guter Angriff. Sehr gut. Haben wir geschmiedet. Dann geht's raus hier. Und wir laufen wieder nach Norden. Weil bevor wir jetzt in die Stadt laufen und uns teleportieren, ist immer so auch ganz zügig. Schnell noch eine Faulwurz mitnehmen. Ja, aber das Ganze läuft sicher. So, dann haben wir den Anhänger, beziehungsweise den Ad-Hoc. Jetzt ist halt die Frage, was brauchen wir noch alles? Die Cooper Ranch. Nee, wir sammeln jetzt hier nicht alles. Ich will jetzt endlich diese Quest fertig haben, damit wir nicht noch eine Folge darin rumdümpeln in dieser Quest-Reihe. Die Quests haben wir ja mehrere schon erledigt, aber die Quest-Reihe ist halt ziemlich lang. Und dann möchte ich mich mal damit beschäftigen, was wir hier an Builds richtig sinnvoll nutzen können und nutzen sollten. Und weil prinzipiell sind wir schon mit unserer relativ leichten Rüstung auf dem richtigen Weg. Ein Axtbild sollte eigentlich auch eine leichte Rüstung tragen. Die Frage ist halt, ob wir mit unserer mittelschweren Rüstung schon zu schwer sind oder ja, wie wir da auch immer uns gut ausrüsten sollten. Ich müsste auch noch mein Rüstungsschmieden hochkriegen, also meine Rüstungs, ja, bei leichten Rüstungen nennt man es ja Stoffe, also die Weberei. Dafür habe ich ja schon genug Farne und so weiter gesammelt. Dann werden drüben bleiben können. Und auch schon genug Stoff hergestellt. Das kann ich dann mal, ja, nutzen. Und ich glaube, ich hatte auch schon eine ganze Menge Pfeile gefunden und Pfeile hergestellt. Einfach zu Skillzwecken. Und ja,
die werden wir dann erstmal wohl verarbeiten, um dann ganz entspannt uns eine vielleicht sogar bessere Rüstung, als wir sie jetzt haben, zu craften. So, und da haben wir noch 100 Meter. Und da sind wir auch schon da. Also 50. Genau. Das ging doch jetzt mal halbwegs flott. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Lichtspiel hier richtig geil gemacht. Das gefällt mir sehr. Ah, das verheißene Kind kehrt zurück und bringt sogar ein Kreuzstück aus strahlendem Silber mit. Das sieht sehr gut aus. Sag, war der alte Ezra dort? Er hasste es, wenn die Schmiede erkaltete. Vielleicht hast du ihm eine Art Erlösung verschafft. Während du weg warst, habe ich die Lager der Verderbten in der Gegend genauer inspiziert. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die letzte Welle der Verderbnis Aeternum so hart getroffen hat. Die Verderbten sammeln sich um ein Wesen, das als der Sturmwind bekannt ist. Sie beten es an wie eine Art Gott. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nein, aber wir sollten uns noch etwas mehr beeilen. Denkwürdiger Augenblick. Du bist bereit, deinen eigenen Azoth-Stab zu schmieden. Die Seelenwächter werden erneut auferstehen. Ich kann nicht mitkommen. Du musst das allein tun. Du wirst einen Teil deiner Seele opfern müssen. Lege die Teile des Stabs auf den Altar der Ahnen beim zerstörten Obelisken und halte dich dann bereit. Ich werde im Geiste bei dir sein. Na klar, du machst wieder mal nicht. So, das heißt, wir reisen nach Immerfall und rennen dann runter. Weil wir können jetzt entspannt reisen, weil wir haben unsere Azoth-Grenze fast erreicht. Und bevor wir da jetzt drüber hinausflutschen mit der Quest, würde ich jetzt einfach mal zweimal Schnellreisen nehmen. Und ja. Der Strahlemann. Mich einfach angerempelt. Ich fasse es nicht. So, einmal zerstörter Obelisk, bitte. Mächtig, gewaltig, Egon. Krass. Genau, nach oben gucken und dann hier unten in die Monster. So, Landmarke 24.
Okay, wir brauchen den heiligen Altar. Wo ist er? Sag bitte nicht, wir müssen da rein. Jetzt mal nicht davon aus, dass wir da hochkommen. Aber da oben dümpelt jemand drauf rum. Mal gucken. Ah ja. Da ist eine Treppe. So, heiliger Altar, check. Aber. So, und dann wieder auf, zurück nach Anlegegedöns. Boah, dieses Brummen, boah, ist ja schon fast ein bisschen widerlich. Geh weg! So, das rennen wir jetzt natürlich nicht. Glaube ich, hier oben. Ja, ein bisschen rechts, gut lang. Naja, ba. Bisschen könnten sie auf der Karte die Städte noch anzeigen, beziehungsweise kann man vielleicht auch eine Wegmarkierung setzen. Das sind wieder alle. Das Eisen würde ich jetzt einfach mal mitnehmen, weil wir davon Unmengen brauchen. Wenn ich Unmengen sage, meine ich Unmengen. So, Würfchen sollte da hinten sein. Da werden wir nicht hochkommen. Dann laufen wir mal hier rundherum. So, dann hoch. So, wir sind im Stadtgebiet. Karte.
wir sollen wieder zu dem Kollegen. Schnellreise. Zack. So. Und dann Dampf hier runter und mal schauen, ob es das jetzt dauert, ob es noch eine kurze Erklärung gibt, was ich mit dem Ding mache. Willkommen zurück. Sieh dich an. Immer noch so unbescholten wie ein Neugeborenes. Die meisten anderen Seelenwächter kehrten mit blasser Nase zurück. Du hast wohl eine extra Seele für solche Gelegenheiten. Klar, in meiner Tasche. Das heißt immer, in Aeternum sei das ein wahrer Segen. Aber ich glaube, Seelen werden überschätzt. Nichtsdestotrotz kannst du mit deinem Stab endlich richtig gegen die Verderbnis ankämpfen. Mach mal. Hast du die Risse gesehen? Die roten, brodelnden Wunden im Land, aus denen Rauch und Verzweiflung hervorquellen, wie aus Höllenschloten. Dein Stab kann sie verschließen. Dein Stab ist ein Katalysator für die Macht des Azoth und die einer reinen, willigen Seele. Du solltest ihm einen Namen geben. Suche nach einem Riss in der Nähe, sei aber vorsichtig. Werke der Verderbnis sind selten unbewacht. Gut. Hatte ich doch fast vermutet, dass wir da noch eine Runde Stab anwenden dürfen. Ich glaube, wir sollten hier erstmal kurz raus, weil unsere Verderbnisresistenz ist gleich unten. So, mal ganz kurz. Hatten wir nicht hier vorhin Tränke oder mussten wir die Mana-Trank? Noch ein Büffelchen? Nein, 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 nein. So. Oh shit. Okay, also wenn wir die Dinger machen, brauchen wir definitiv von den Tränken auch noch eine ganze Menge mehr. Weil das ist ja schon echt übel.
Alles abgeschlossen. Das wäre auch relativ entspannt. Aber wenn ich bei den Dingern mitmachen will, also da größere Gegner, ich meine 60 Sekunden ist jetzt nicht unbedingt der ganz große Clou, weil wenn ich im Kampf bin, so eine Tränke einwerfen. Gut gemacht. Du hast den Riss geschlossen. Das schmecke ich förmlich. Jetzt kann sich die Verderbnis nicht länger ungehindert ausbreiten. Wäre es nicht so ein böses Schicksal, ich würde dir für dein Seelenwächtertalent fast gratulieren. Oh ja. Ein Nebeneffekt. Du wirst die Verderbnis auch bald schmecken können. Sie schmeckt wie kranker Zahn mit Verwesungsnote und Blutgeschmack im Abgang. Mhm. Ich fürchte, das wird dir leckere Nachspeisen gehörig ruinieren. Ja. Ich hatte dich gewarnt. Du gewöhnst dich schon dran. Irgendwie. Du brauchst nur noch eine Sache, bevor du zum Seelenwächter gesalbt werden kannst. Ein Herzjuwel. Ein Gefäß für deine Seele und zu ihrem Schutz. Eine kalte Stahlkammer in deiner Brust. Und der Ort, wo du das findest, ist ein kaltes Verlies in der Erde unter dem Amrain-Tempel. Das einst geheiligte Verlies war schon zu meiner Jugend verlassen. Heute ist es eine Ausgrabungsstätte. Nur dort wirst du noch ein leeres Herzjuwel finden. Nur mit dem Stab erhältst du Zugang. Viel Glück. So, Freunde, hier steht jetzt aber Stufe 25. Und ich denke, das ist jetzt nicht mehr das, was wir schaffen könnten. Sollten, dürften. Von daher würde ich jetzt mal sagen, wir lassen es dabei. Und gehen ganz kurz mal dorthin, holen unsere Gegenstände und gehen dann wieder nach Erstes Licht. Und ich würde mir mal anschauen, was ich an diversen tollen Waffen und so weiter gefunden habe. Und mal ein bisschen experimentieren mit der Rüstung und mit den Rüstungen. Und mir da eine leichte oder mittelschwere Rüstung anlegen und die neuen Waffen, also einen Bogen und eine Axt anlegen. Okay, der hat wieder einen Bug. Genau, und dann schauen wir mal, dass wir die Waffen noch ein bisschen hochleveln. Und ob die wirklich deutlich stärker und deutlich effektiver sind für unsere Spielweise als momentan die Muskete, die recht langsam ist. Und das Schwert mit Schild, was halt nicht so viel Schaden macht. Bin ich erstmal auf dem Weg? Nein, bin ich nicht. Völlig falsch abgebogen. Wir müssen da lang. Wolf lässt mich wenigstens in Ruhe. Ja, Richtung stimmt.
Ja, mit Stoffrüstung ist natürlich eklig. Jetzt hat er ein nasses Höschen. So. Aber wir sind auf jeden Fall gleich da. Da war OBS wieder mal der Meinung, Festplatte voll. Ja, das passiert halt, wenn man die ganzen aufgenommenen Videos löscht, oder beziehungsweise in den Papierkorb wirft, aber selber nicht komplett löscht. So, kleine Stückchen noch, dann sind wir da. Und ich würde aber sagen, das mit dem Ausprobieren, welche Waffe, welchen Gegenstand wir jetzt hier nutzen, oder welche Gegenstände, das werde ich mal offscreen ein bisschen testen. Wie gesagt, ich muss ja auch die Waffen erstmal hochleveln und schauen, ob die mir überhaupt ein bisschen liegen, damit ich euch ein bisschen hier zeigen kann, welche Fähigkeiten diese Waffen haben und nicht nur einfach stumpf hacken. Und ja, das werde ich euch dann ganz entspannt in der nächsten Folge zeigen, wenn es wieder heißt Let's Play New World mit der Geier spielt. Bis dahin eine schöne Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.